schon fleißig Bärlauch gepflückt oder im Frischmarkt gekauft. Ich habe meinen direkt aus dem Garten gepflückt und werde euch heute zeigen, was ihr damit zum Beispiel zubereiten könnt. Ich werde mit euch einen ganz tollen Bärlauchaufstrich machen. Den könnt ihr dann wunderbar als Apéro-Aufstrich benutzen mit ein bisschen frisch gebackenem Brot oder irgendwelchen Prostinis. Das wäre eigentlich eine super Idee. Herzlich willkommen bei mixit.blog. Ich bin die Maren und freue mich, dass ihr wieder da seid. Als erstes werden wir den Bärlauch nehmen, und zwar habe ich jetzt den gewaschen und getrocknet, das sind 80 Gramm, und die werde ich auf das laufende Messer fallen lassen im Thermomix, sodass es wunderbar zerkleinert wird. Ich stelle ein 30 Sekunden und die Stufe 10 und dann gebe ich einfach von oben den Bärlauch in die Öffnung hinein. Im Moment halte ich meine Hand drauf und jeweils, wenn ich etwas rein tue, kommt immer die Hand wieder oben drauf. So, die 30 Sekunden sind um. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ob das schon etwas zerkleinert ist, beziehungsweise wir schieben das jetzt noch ein bisschen nach unten. Also ich sehe, es gibt noch so zwei, drei Stiele, die nicht zerkleinert wurden. Vielleicht von den letzten, die ich hineingetan habe, da waren es nur noch 5 Sekunden. Ich schiebe jetzt einfach mal alles nach unten. Und das wird gleich eh nochmal püriert und dann gehe ich mal davon aus, dass der Rest dann auch klein ist. So, zu unserem Bärlauch gebe ich nun hinzu einmal ein Viertel Teelöffel Salz und dann gebe ich noch hinzu ein Viertel Teelöffel Pfeffer. Und ich nehme eine halbe Limette, den Saft einer halben Limette. Dann nehme ich 200 Gramm Frischkäse, in meinem Fall, ja, Werbung machen wir doch nicht, 200 Gramm Frischkäse. Und für die Geschmeidigkeit des Aufschnitts kommt noch etwas Öl hinzu. Und zwar 40 Gramm. So, wunderbar. Das Ganze wird jetzt nochmal geschlossen und nochmal 30 Sekunden auf Stufe 5 vermischt. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Also es ist wunderbar zerkleinert, es ist nicht mehr ganz so fest. Es hat jetzt eine schöne hellgrüne Farbe. Und das kann ich jetzt umfüllen in unser Gefäß. Ich schiebe dazu immer erst alles nach unten einmal und dann kann ich das wunderbar umfüllen. Ihr könnt einfach jedes x-beliebige Gefäß nehmen, wenn ihr euch fragt, was ich gerade für ein Gefäß genommen habe. Das ist die Elfe von Pembachev, die mittlere Größe. Und die passt natürlich von der Größe jetzt perfekt. So, dann schauen wir mal, wie das dann schmeckt. Super frisch nach Bärlauch.
perfekt zum Apero. Hat diese kleine Bärlauchschärfe und ich kann es euch super empfehlen. Macht es doch mal nach und hinterlasst mir einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann, ciao. Hast du mal probiert, Tim? Ja, und der Amerikaner. Gibt's nachher. Ist so ein bisschen scharf. Also das habe ich nicht gemacht. Macht ganz gut.